Ich bin Marek Jennüffi, ich melde mich hier wieder vom Landesparteitag der Freien Demokraten in Duisburg und ich habe meinen nächsten Gesprächspartner, Maxim Schalotra vom Kreisverband Neuss. Maxim, wie gefällt es dir hier? Ja, mir gefällt es hier in Duisburg sehr gut. Ich war bisher in Neuss nur auf 2 Landesparteitagen, dort aber nur als Wahlhelfer, konnte leider nie mitwählen. Und ich bin heute mal sehr gespannt, hier bei der Antragsberatung mal nachher mitmachen zu können und das mal von der anderen Seite zu sehen. Deswegen freue ich mich darauf schon sehr. Und wie geht es denn den jungen Liberalen im Rheinkreis Neuss? Man hört ja viel von euch. Ja, genau. Wir hatten auch vor 3 Wochen unseren Kreiskongress, hatten auch einen neuen Vorsitzenden gewählt, der Onur Büyükgök. Er ist auch, kommt aus Neuss, wurde zum Vorsitzenden gewählt und er möchte jetzt auch mit neuen Schwung den Kreis noch weiter nach vorne bringen, weil das Jahr davor war auch bei uns eine kleine Pause mit drin. Noch für die Europawahl haben wir jetzt auch schon gestern unsere Vorstandssitzung gehabt, hatten darüber gesprochen und für die Kommunalwahl 2020, da wir uns natürlich sehr stark aufstellen. Man hört ja von euch, dass es bei euch mal einen 24-Stunden-Wahlkampfstand gegeben haben soll. Ist das wirklich wahr? Ja, das stimmt. Der ist in Grevenbroich, hat der stattgefunden. Da haben sich dann einige Julis mit der Decke und ein paar Tassen Tee und Kaffee die Nacht drüber hingesetzt, haben auch mit ein paar Menschen natürlich auch geredet. War eine sehr coole Aktion, macht auch sehr viel Spaß und da freuen wir uns auch wieder drauf, wenn es wieder losgeht. Das war Maxim aus dem Rheinkreis Neuss. Vielen Dank, Maxim, dass du bei mir warst. Tschüss.